So, hallöchen mit willkommen zu einem neuen Projekt, zu einem neuen OMSI-Projekt. Also so neu ist das gar nicht, so neu ist die Idee gar nicht. Aber führen wir mal zu einer neuen Reihe hier im OMSI-Let's Play. Denn ich darf euch heute begrüßen zu The History of Alheim. Also wer meinen Kanal schon ein bisschen länger verfolgt hat, der wird festgestellt haben, es gab früher mal eine Reihe The History of Freifurt. Da habe ich alle Freifurt-Versionen vorgestellt, weil ich es nämlich interessant fand, dass die alle komplette Neubauten waren und man eine wunderbare Entwicklung gesehen hat vom Baustil. Und heute machen wir jetzt The History of Alheim. Und hier ist alles Interessante, dass alle Versionen eben auf der gleichen Map aufbauen. Das ist hier nämlich der interessante und springende Punkt. Und genau deswegen fangen wir heute an mit der Version 1. Wir stehen hier am Hauptbahnhof und fahren heute erstmal die 23 nach Derenhofen. Genau, durch hier schon wieder Busche fahren, typischerweise mit einem U-405, der auch damals hier für die Linie oder für die Map hier generell zum Einsatz gedacht war. Und noch eine kleine Info, so laut meinen gründlichen Recherchen, die leider ein bisschen kurz ausgefallen sind, weil es spontan war. War Release der Map am 6.9.2013. Das heißt, wir hätten sogar fast dreijähriges feiern können, wenn ich noch ein bisschen gewartet hätte. Hab mir aber gedacht, warum warten? Kommt doch gleich alles raushauen. Deswegen fahren wir heute schon mal auf Alheim Version 1. Ich hoffe, die Idee gefällt dem einen oder anderen, bis dass wir so sehen können, wie sie das alles entwickelt hat, was denn geblieben ist und was neu ist. Ja, ich würde sagen, wir fangen jetzt aber erstmal an. Wir setzen uns in den Bus. Ach so, noch eine ganz kleine Randinfo. Manche Spezialisten werden es vielleicht feststellen, also an ein paar Faktoren. Nicht jeder, denke ich mal, aber wir befinden uns hier in OMSI 1, weil ich glaube, einige Probleme hier bei der Konvertierung und deswegen sind wir jetzt hier noch für die Alheim V1, sind wir noch in OMSI 1. Aber es wird sich hier noch ändern, wenn wir in der V2 sind. Das heißt, wir haben noch hupende Autos und solche tollen Sachen. So, Linie sind wir die 2300. Route weiß ich gar nicht. Das sind auch gar keine Routen, sind nur Ziele. Schade. Route 1. Derenhofen dürfte das sein. Derenhofen Bahnhof. Einwandfrei. Das stimmt doch schon mal so weit. Lichtbraucher Bus glaube ich eigentlich nicht. So, und einfach hier schon mal zur Orientierung. Das hier ist, wie gesagt, der Hauptbahnhof. Der war damals noch hier im Bau. Also im wahrsten Sinne des Wortes im Bau. Nicht nur, dass er nicht fertig ist, sondern der ist auch OMSI-technisch nicht fertig. Hier symbolisiert durch diese Baute oder sowas. Bist du bist die 29, du bist andere Linie. Ich fahre doch schon weg. Ich bin doch schon gar nicht mehr da. Ich verdünnisiere mich schon. So, Bus schießt los. So ist das gedacht. Und der Kollege kann dann auch hier, glaube ich, auf seinen Pausenplatz. Einfach so, was ich vergessen habe. Genau. Hilfspfeilchen. Ich sollte vielleicht wissen, wo ich hin muss. Wobei, ich glaube, ich könnte es auch im Kopf fahren. Bin mir da allerdings nicht mehr zu 100% sicher. So. Genau, dadurch, dass wir jetzt hier sehr viele Baustellen haben, dürfen wir da vorne gerade einmal wenden. 23, 29, weil hier links, da geht's los. Sehen wir auch schon die ersten Fahrgäste. Ich muss eine Mauszeiger aus dem Bild machen. Die habe ich gar nicht ausgeblendet hier für OMSI 1. Weil ich es unglaublich oft OMSI 1 spielen, müsst ihr wissen. Nein, ich habe das jetzt extra nochmal für dieses Let's Play installiert. Ja. Kommen wir hier auch einmal rum. Hui. Ja, finde ich cool gemacht mit der Baustelle hier. Aber man kennt gerade noch so den Bahnhofsbereich erkennt man, finde ich, ganz gut wieder. Gerade die außenstehenden Häuser sind ja so im Prinzip geblieben und auch die Fläche des Platzes. Das finde ich ja eben das Bemerkenswerte, dass die Fläche des Platzes immer gleich geblieben ist. Nur es wurde halt immer wieder umgebaut. Also hier war das noch komplett im Bau. In der V2 hatten wir dann wirklich einen Hauptbahnhof und in Alheim-Laurensbach für mich die einzig wahre Version 3. ich werde dazu noch ein paar Sachen sagen. Haben wir dann hier auch einen komplett umgestalteten Hauptbahnhof Hallo. bekommen. So, hallo, guten Tag. Ein Fahrschein für irgendjemand? Nö, keiner. Ist auch nicht ganz so verkehrt. Also, wann haben wir eigentlich Abfahrt? Abfahrt ist plus 0, sieht eigentlich ganz gut aus. Um 11:01 Uhr. Das haben wir, glaube ich, auch. Ach, da steht nur das Datum. Schauen wir mal hier. Nächster Halt, Oh, Frankenstraße. was war die Fortschaltung? Wie haben wir denn Uhrzeit? Ja, bla 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 bla. Hier ist Uhrzeit. So. Ja, stellen wir gleich alles noch. Ich brauche schon gar nicht alles als Shield. Wir haben gleich alles noch. So. Ich denke mal, wir können los. Hauptbahnhof. Ja, Abfahrtssignal. Darauf habe ich gewartet. Dankeschön. Habe ich ganz vergessen, der Bus. Das kann stimmen. Ich fahre den auch echt selten, muss ich sagen. Aber das können wir das heute auch mal so machen. So, einmal vorsichtig, dass wir hier nichts irgendwie absägen oder so. Das muss auch nicht unbedingt sein. Wir verlassen wir jetzt hier den Hauptbahnhof. Von allem, ich habe mir auch noch mal ein bisschen die Geschichte der Map an sich rausgeholt, also in Form der Readme, da stehen auch ein paar Sachen drin.
Dass wir da auch ein paar Sachen irgendwie informativ verwerten können. Genau, Saft, du hast mal ein bisschen klatschen, Tante. Übergang zur Linie 21 Richtung Herzenberg und ICB Halle. Zum Stadtgarten und Institut für romanische Sprachen. Bitte hier aussteigen. Jo, genau. Also wir haben hier Computerstimmenansagen. Oh, es gibt noch zu sagen. Genau, wir haben schon gehört, Umstieglinie 21 Richtung Herzenberg. Im Prinzip wurde in der V1 schon der Grundstein für die Version 2 gelegt. Wie wir an einigen Stellen auch schon sehen können, es sind schon Hilfspfeile vorhanden. Die Linien haben schon die echten Endhaltestellen, also auch laut Zielbeschilderung und sowas. Das finde ich echt cool. Da sieht man schon, dass sich auch schon Version 1 Gedanken gemacht worden ist, wie man das denn weiterführen kann. So. Und im Prinzip Richtung Derenhofen geht es natürlich nach links, wie schon immer. Es ging schon immer hier links nach Derenhofen. Nur durch die Baustelle dürfen wir da irgendwie nicht links aus Gründen, oder wir nehmen einfach aus anderen Gründen noch hier was mit. Auf jeden Fall nehme ich hier noch die, wie hieß die Haltestelle? Genau, die Frankenstraße, nicht Friesenstraße, das war was anderes. Die Frankenstraße nehmen wir noch mit. Die befindet sich nämlich hier auf der Seite des Hauptbahnhofs. Dürfen nämlich hier noch einmal eine Haltestelle abgrasen, bevor es dann wieder in die Gegenrichtung Bernauer Platz geht. So, hier haben wir grün. Bisschen aufs Gas treten hier. Wir werden heute auch ein bisschen Überland fahren. Von dem erst, ich muss mich noch dran gewöhnen, dass die Leute nicht rangelaufen kommen. Das erst kommt, wenn ich fast stehe. Es ist echt ein bisschen strange, weil du denkst, dass die Zielbeschilderung falsch ist, weil die Leute einfach nicht angelaufen kommen. Hallo. Aber das tun die ja hier standardmäßig nicht. So. Immer Kutschdrücke für die Dame. Das bekommen wir hin. 1,70 macht es dann bitte, sondern 30, 2 und 1. So eine gute Fahrt, ne? Eine gute Fahrt wünschen. So, dann dürfen wir hier nämlich einmal wenden. Wenn denn mal Fahrt erscheint. Ich weiß nicht, wann das sein wird. Auf jeden Fall wird es irgendwann mal sein. Wir können mal kurz auf den Fahrplan schauen. Also Fahrzeit ungefähr 50 Minuten. Nach Derenhofen Bahnhof. Genau, es gibt auch einen Kurzläufer, der läuft nur bis Breckerfeld. Oh, da war gerade grün. Huhuhu. Hab grad gedacht, das wäre gerade erst, hätte gerade umgeschaltet, aber dabei hat es wieder auf rot. Dann beeilen wir uns mal ein bisschen. So, hui, einmal rum da. Genau, Richtung Hauptbahnhof oder natürlich auch Richtung Derenhofen. So, da ist noch rot. Natürlich toll. Aber auch hier den Kernbereich im Hauptbahnhof, den erkennt man gut wieder, was nicht an allen Stellen so sein wird. Also den erkennt man jetzt selbst in Arlheim-Laurensbach noch ganz gut. Es ist nicht an allen Stellen so. Aber ich würde sagen, die ganzen Schlüsse, was man wohl in welcher Version erkennt, das verschieben wir einfach auf die jeweilige spätere Version. Weil dann sieht man das ja. Also ich meine, ich bezweifle mal, dass ihr auf einmal, dass ihr euch genauso verhaspeln könnt wie ich. Nein. Dass ihr die Arlheim-Version genauso im Kopf habt wie ich. Weil das war eigentlich schon seit der Version 1... einer der Karten, die ich einfach gesuchtet habe. Also das hat schon immer zu meinen Lieblingskarten gehört und deswegen fand ich es auch eine richtig große Ehre, dass ich für Arlheim-Laurensbach die Ansage sprechen durfte, einfach weil ich die Map so unglaublich gefeiert habe. Ja, dankeschön. Kein Umstieg dieses Mal, dankeschön. Das ist ganz praktisch eigentlich. So. Ja, genau. Was soll ich noch alles erzählen? Also ich habe mir, wie gesagt, ein bisschen was notiert, aber nicht allzu viel, weil, naja, ich bin ja nicht so vorbereitet wie man vielleicht sein sollte. So, die Autos hupen auch, wenn wir um sie eins sind, das ist ganz cool. So, auf die Busspur, glaube ich, dränge ich mich dann trotzdem mal. Und hier dürfen wir nämlich durchfahren. Die 100 gibt es auch. Wir werden unglaublichen Fahrgastmassen sehen. Die jetzige 10 ist hier allerdings noch der Zubringer zur Uni, weil damals eben noch keine H-Bahn, ich nenne es mal ganz diplomatisch, H-Bahn existiert hat, mit der wir hätte irgendwie fahren können. Von dem her ich durch bisher immer eine ganz normale, reguläre Expresslinie gewesen, ob wir die auch noch fahren werden, das weiß ich gar nicht. Also ich habe mir jetzt einfach mal gedacht, wir fahren die 23 und die 29, weil das so die meiner Meinung nach Standardlinien sind hier, die man öfters nochmal gefahren ist. Die Shuttle-Linie ist eigentlich nur sowas für mal zwischen die... Tageskarte, warte mal. 9, dann ist das gerade noch eine zurück und dann wird auch noch eine gute Fahrt. So. Und hier dürfen wir jetzt irgendwann schauen, dass wir da rüberkommen. Zum Bernauer Platz. Irgendwie, ich kann eigentlich schon mal... Ne, wir haben keine Busampel. Ja, wir haben keine Busampel. Das heißt, wir müssen irgendwie gucken, wie wir da rüberkommen. Ich schaffe das schon. Einfach ganz penetrant blinken, weil die Omsi-KI ist ja auch nicht ganz blöd. Also, auch wenn das viele behaupten. Und ich das manchmal auch behaupte. Ist es ja so, dass sie doch interaktiv ist, was nicht jedem Spiel so ist. Also, wir haben hier wirklich eine interaktive KI, die eben auf unsere Signale, wie zum Beispiel Lichthupe oder sowas, oder auch den Blinker reagiert. Das ist ja das Coole an der Sache. Das heißt, man kann vergleichsweise gefahrlos. Ja. Die Spuren wechseln. Achso, die bremsen sehr stark. Stimmt, das ist der N2.
muss ich mich doch dran gewöhnen. Achso, der Haltewunsch klingt so. Cool. Genau, der Bernauer Platz. Genau, die 29, die kennen wir, die fährt hier geradeaus. Die werden wir auch noch abfahren in einem weiteren Video. Und ja, genau, wisst ihr Bescheid. Du brauchst doch gar nicht hupen, ich bin auf meiner Spur. So, Durchfahrtshöhe 3,80 Meter oder sowas haben wir ja nicht. Wir sind nur ein ganz kleiner Julebusch-Eindecker, so, Bernauer Platz. Hier war nochmal Gelenkbus auf der 29, ja genau, weil wir auch in Omsi 1 sind. Ach schön, so, guten Tag. Hallo. Die Fahrgäste, hallöchen. Wir hätten gerne eine Tageskarte, so, 9 und 1, gute Fahrt. So. Oh, habe ich ganz vergessen, da war jemand aussteigen. So, ich habe mal die Version mit Außenschwenktüren genommen, weil ich mir gedacht habe, wir fahren Überland, da machen Außenschwenktüren vergleichsweise viel Sinn. Und auch eine ganze Frontscheibe, weil der Vorteil einer ganzen Frontscheibe ist hier, dass man ein bisschen mehr sieht von der Landschaft. Und das ist ja eigentlich so der Sinn dieser klitzekleinen Let's Play-Reihe, dass man so ein bisschen was sieht, was in früher Mario war. Einfach so ein bisschen für die Version dann noch kennen. Genau, für die Version schon kennen oder noch kennen. Es ist auch so ein kleines bisschen, wie heißt das Wort? Ich hab's wieder vergessen. Aber dieses eine Wort, ihr wisst, welches Wort ich meine. Nicht Retro-Feeling, sondern das andere. Ist egal, auf jeden Fall so ein bisschen zurückerinnern an früher und Jumas, so ein bisschen schwenken in der Vergangenheit. Hirsch, was schwenkst du denn in der Vergangenheit? Ja, das weiß ich auch nicht. So, wir können da, glaube ich, mal rüber. Wenn die mir nicht die Spur durch ihr Geparke blockieren würden. So, 23. Nö. Da vorne muss man, glaube ich, halten, genau. Holdau Postamt. So, will der Kollege denn mit? Das muss ich nur anhaben, wenn jemand aussteigen. Ach doch, der will sogar mit. Gut, da habe ich nichts gesagt. So, schönen guten Tag. Hallo. Hallo? Hallo auch. Aber es steigen ordentlich Leute aus. Das finde ich eigentlich insofern ganz gut, dass das eben dazu beiträgt, dass der Bus nicht allzu stark überfüllt, weil wir fahren einen Solo-Bus mit relativ wenig Stehplätzen, also... Bin ich auch mal gespannt, wie das denn so fahrgastmassenmäßig hinhaut. Damals, ob sie eins auch ohne Gelenkbusse. Ah, das waren noch Zeiten damals. So. Lena-Biernhardt-Straße. Genau, Lena-Biernhardt-Straße. Und die 19 wurde auch schon quasi angesagt und angelegt. Benutzt hat, wie gesagt, noch nicht, aber wie gesagt, finde ich cool. So, Lena-Biernhardt-Straße, jemand mit? Ah, die wollen beide mit, okay. Gut, so viele andere Linien haben die auch noch gar nicht, bis halt auf die ganzen KI-Linien, die hier rum... Oh, das Grün. Ah, die wollte auch keinen Fahrschein haben. Ich habe gerade schon Angst gehabt. Ich muss noch einen Fahrschein verkaufen, aber... Ja, die Angst war unbegründet. So, jetzt dürfen wir hier wieder schon... Auf die Busspur kennen wir, glaube ich, auch noch alles. Allerdings hier noch stark im Bau, wie es aussieht. Jetzt kann ich, wie fährt man in der Gegenrichtung? Fährt man früher runter? Ah, man fährt man hier schon runter? Oh, war aber knapp. Fährt man ein bisschen früher schon runter. Okay. Es ist echt interessant, das mal wieder zu sehen, weil für mich ist es auch die erste Fahrt. Ich habe mir auch schon überlegt, drehst du schon mal eine Runde, so als Vorbereitung auf dein Video? Und dann habe ich mir so gedacht, ich bereite mich doch auch sonst nie vor, warum soll ich mich jetzt vorbereiten? Die gleiche Gedanke war hinter, dass ich auch so ein bisschen wieder in dieses Retro-Feeling reinkomme und vor allem auch erzählen kann, was mir so spontan gerade so einfällt, worauf ich halt gerade achte. Also, was ich damit sagen will, ist, mir fällt gerade was auf und wenn mir das vor 2 Tagen schon mal aufgefallen ist, wo ich offscreen gefahren bin, dann fällt mir das jetzt nicht mehr auf. Und um quasi diese Emotionen in diesem Video zu verpacken, habe ich diese Art des Videos gewählt. So. Was ich auch nochmal ganz kurz erwähnen kann, so nebenbei, ist vielen Dank an 2 Personen, die dieses Let's Play überhaupt möglich gemacht haben. Ja, nee, die Windhundstraße war das nicht, aber zum einen ist es der gute Andi und der Trips Video Edits, weil die beiden haben mir so ein bisschen geholfen, ein bisschen Zeug zusammenzusuchen, damit das auch alles so läuft. Also vielen Dank an euch beiden. Genau, sonst könnten wir hier, glaube ich, heute nicht in dieser Form hier langfahren. So, die Windhundstraße. Ist jemand da? Ich glaube, ich kann durchfahren, gell? Ja, das war mir die Durchfahrtshaltestelle. Wunderbar. Finde ich auch gar nicht mehr so verkehrt. Genau. Ach, das war damals auch ein S-Bahnhof. Interessant. Wo haben wir denn da? Haben wir hier irgendwo was, was wie S-Bahnhof aussieht?
Das weiß ich gar nicht mehr. Boah, ist das schon lange her. Alle vor zwei war das ähnlich. Alle im Lounge macht es wieder komplett anders. Haben wir hier denn irgendwo was, was wie S-Bahnhof aussieht? Ich glaube nämlich nicht. Ach doch, da drüben. Da drüben sind die Schienen. Yeah. Fast dead. Ich glaube, das habe ich mir auch immer früher gefragt, wo denn hier der S-Bahnhof ist, weil höre ich nur Bussteig. Aber da hinten ist der S-Bahnhof. Ja, ja, meine Damen und Herren, das wissen wir also Bescheid. Das ist auch nicht ganz so verkehrt. So. Was auch nicht verkehrt wäre, wenn die Ampel grün werden würde, weil ich weiß ja gar nicht, wie wir im Fahrplan sind. Da schauen wir mal im Breckerfeld. Ich glaube, da ist man dann immer einen kleinen Ticken zu früh gewesen, aber wir schauen einfach mal. Mit dem Fahrplan war ja auch noch so eine Sache, so wie mir das aussieht, ist der automatisch generiert. Hier wird das stellenweise zu Problemen kommen, aber wir schauen halt einfach mal. So, es ist auf jeden Fall... Ich gebe mir meinen Fuß entlasten hier. Ja, was ich kann mal nebenher bis auf die Readme lugen. Und zwar, die Geschichte von Alheim ist im Prinzip in allen Versionen so ziemlich gleich. Also, das ist eine Stadt, die eben in Nordrhein-Westfalen liegt, westliches Ruhrgebiet zwischen Duisburg und der niederländischen Grenze. Und der Stadt Venlo. Also, ich kann mir vorstellen, dass das die Stadt in den Niederlanden ist. Hier wurde auch bisher jede weitere Version von Alheim eben dort angesiedelt. 350.000 Einwohner hat es auch schon immer. Und zwei Autobahnen, einmal die A57 und einmal die A40. Das sind die beiden Autobahnen, die wir hier haben. Ach, Kurzstrecke. Kriegst du noch einen dazu. Danke. So, bitteschön. Hallo. Was haben wir denn noch? Genau. Wir haben eine ICE-Verbindung. Oh, nach Düsseldorf und Amsterdam. Das ist auch nicht ganz so verkehrt. So. Danke. Ich denke mal vom Alheimer Hauptbahnhof aus. Von deren Hofen. Hier, da ist der Bahnhof ein bisschen kleiner angelegt in dieser Version und da werden wir, glaube ich, nicht allzu viel Fernverkehr vorfinden. So. Was haben wir noch? Eines der wirtschaftlichen Zentren der Region. Ah, okay. Wir sind also ein wirtschaftliches Zentrum der Region am Niederrhein. So, wir haben auf jeden Fall auch eine Uni, wie wir schon wissen. Die hat anscheinend auch dazu beigetragen, dass wir irgendwie mehr oder weniger eine große, bekannte Stadt werden hier in Alheim. Genau, und das Fachzentrum Umwelttechnik. Das anscheinend sehr bekannt ist, ne? Wie heißt das nochmal? Wie hieß nochmal der Präfix davon? Ich weiß es gar nicht. Mir fällt auch gerade gar nicht ein. Kein bisschen. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ich will das jetzt noch nicht sagen, weil ich bin ja seriös und so. Wisst ihr Bescheid? Wobei, ich weiß gar nicht, ob der schon früher so hieß. So, auf jeden Fall haben wir hier noch eine etwas interessante Auffahrt. Mit Autos, die wahrscheinlich nicht warten werden. Die wahrscheinlich warten werden. Dankeschön. Können wir mal ganz kurz hier mit dem Warnblinker zur Danksagung aktivieren. Dankeschön, lieber Benz. Hätte ich jetzt nicht von ihm erwartet, wenn ich ehrlich bin. Aber ich muss sagen, finde ich auch nicht ganz so verkehrt. So, da schauen wir auch nochmal in den Spiegel, der ein bisschen klein ist, aber das muss so. Müssen wir ein bisschen mit dem Mikroskop dran und dann passt das auch soweit alles. So, Hasenfeld, kennen wir auch noch den Namen. Und der befindet sich dort hinten unten nach der Brücke. Also da habe ich mich immer regelmäßig verbremst, weil ich einfach hier viel zu schnell beschleunigt habe. Also hier mal schön Vollgas rein, auch geht geradeaus. Und dann viel zu spät festgestellt, dass hier eine Haltestelle kommt. Das werden wir gleich sehen, da kommt dann eine Haltestelle hier. Da so einfach so mitten an der Straße habe ich mich meistens verbremst, wenn dann jemand mit wollte. Aber ich glaube, mit dem Bus hier verbremsen ist das eher weniger möglich. So. Und Dach, meine Dame, hallo. Ich fahre es mal ein bisschen, weil ich glaube nämlich, dass wir ein bisschen zu spät sind. Bin mir aber nicht sicher. Wie gesagt, das werden wir gleich näher eruieren, wenn wir im Breckerfeld sind. Also es ist rot. Danke auch. Super. So, und was sich auch schön durchzieht, was wir dann auch in späteren Versionen sehen werden, was ich echt cool gemacht finde, ist das mit dem Ausbau der großen Landesstraße. Die, glaube ich, zur Bundesstraße oder sowas. Auf jeden Fall einer großen Straße, einer großen Durchgangsstraße, die eben durch verschiedene Dörfer gezogen werden soll. Und die dann halt eben viel mit Durchgangsverkehr zu kämpfen haben. Und das sieht man, finde ich, auch richtig schön, die Entwicklung in den Versionen. Weil wir hier in der ersten Version noch ganz viele Schilder sehen von Leuten, die dagegen sind. Und halt eben auch sieht, dass das alles noch sehr schöne kleine dörfliche Straßen sind. Und sich das thematisch wirklich auch in den nächsten Versionen wiederfindet. Das finde ich einfach klasse. Also, dass man auch so, dass man sich auch thematisch irgendwie zu Hause fühlt in der Map, weil gestaltungsmäßig war das immer auf einem sehr hohen Niveau für den Stand der Zeit. Man muss ja eben dazu sagen, die Map ist von 2013. Das war vor Veröffentlichung von OMSI 2.
Und da war der Map-Baustandard noch ein ganz anderer und da hat man hier immer einen, also alle haben halt immer sehr hohe Maßstäbe gesetzt, finde ich. Also es gibt Leute, dass es da andere Maps, es gibt Leute mit Meinungen, die der Meinung waren, dass es Maps gibt, bei denen das noch irgendwie noch viel größer der Fall war, aber für mich war immer die Richtung, das war so mein Baustil, weil es gibt ja auch Leute, die verschiedene Arten von Baustilen favorisieren und sowas. Und ich war immer ein großer Fan von David M's Baustil, deswegen finde ich mich hier zu Hause, ne? Das können wir auch gleich mal schauen. Nächste Halt ist nämlich Breckerfeld. Dann schauen wir nämlich mal. Breckerfeld, 11.14 Uhr. Was sagt denn aktuell die Uhr? Oh, na gut. A little bit too spät, aber das ist einfach so. Da kannst du nichts machen. Vor allem, wir hatten auch sehr viele rote Ampeln. Müssen einfach schauen, dass wir das irgendwie halbwegs wieder reinfahren oder halt auch eben nicht. Je nachdem, wie uns denn gerade so der Schnabel gewachsen ist. Ja, was gibt's noch Schönes zu sagen? Ausgeglichener Haushalt, das ist schön. Oh, ach, und durch den ausgeglichenen Stadthaushalt hier in Alheim ist es möglich, den Bürgerinnen und Bürgern einen attraktiven ÖPNV zu schaffen. Das ist natürlich super. Es gefällt uns. Wie zum Beispiel die Linien der AVG da. AVG Mobil heißt das Ding. Oh. Nächster Halt. Breckerfeld. Genau. Übergang zur Linie 26 Richtung Universität. Ja, das Ding heißt AVG Mobil und die Alheim Verkehrsgesellschaft eben. Und die 23 ist eine der längsten Linien, die wir hier heute fahren werden. So, mit der 100 haben wir einen 15-Minuten-Takt. Genau, und hier haben wir halt eben einen Stundentakt nach Derenhofen und einen etwas kürzeren hier zum Breckerfeld. Aber ich finde es ganz gut, dass wir jetzt ganz durchfahren, weil wenn er mal guckt, so hinten in den Bus rein, okay, man sieht so durch den Spiegel. Hier ist jetzt nicht allzu viel los auf dem kurzen Teilstück. Also ist zwar schön und gut für so einen Verstärker, dass halt eben der Bus, der durchfährt, nicht so Fahrgäste hat, die eben nach 2 Metern wieder aussteigen wollen, sondern dass man hier mit diesen Langläufern eben den Verkehr zwischen den beiden Bahnhöfen in irgendeiner Form dann schafft und nicht nur die ganzen Kurzfahrgäste da. Boah, heute ist schlimm im Reden. Aber es ist immer bei mir der Fall, wenn ich weiß, es kommt irgendwas, was irgendwie cool ist oder so. Also in einer regulären Umsehfolge ist das irgendwie in Ordnung, aber bei irgendwie sowas Besonderem, da verhaspel ich mich immer ganz gerne. Kommt einfach damit klar. Haben wir hier schon einen Grünpfeil oder haben wir noch keinen? Wir haben keinen Grünpfeil, okay. Nächster Halt. Scharpenner See, Badestelle genau. Und Naturstation. Ja, Scharpenner See, Badestelle und Naturstation. Das war ja auch, das finde ich immer klasse. Badestelle, Naturstation, ach schön. Also Naturstation, so viel wie, wir halten mitten im Wald, da steigt eh keiner aus. Wobei da schon ein bisschen, man kennt schon ein bisschen was. So, dann ist auch mal grün hier, ich würde gerne irgendwie, naja. Ich darf meine Verspätung nicht rausfahren. So, wie war das 14 mal hier Abfahrt? Was haben wir jetzt? Abfahrt um 18. Naja gut, das geht. Ich glaube, in den 3 Minuten werden wir irgendwie klarkommen. Und wenn wir mit den 3 Minuten irgendwie nicht klarkommen, dann müssen wir halt eben damit klarkommen, dass wir nicht damit klarkommen. Ne? Wisst ihr auf jeden Fall Bescheid. So. Dankeschön, wir dürfen los. Hui, eng. Civil Streets Kreuzung, genau. Das ist ja auch sowas, was sich immer von Version zu Version irgendwie ein bisschen abgenommen hat, diese ganzen Civil Streets Kreuzungen. Aber wie gesagt, das war damals halt irgendwie üblich so, dass man das so gebaut hat, wie man es zum Beispiel auch an Dobel sieht. Wobei Dobel ein sehr schlechtes Beispiel für gute Gestaltung ist, muss ich immer wieder dazu sagen. Der Trecker draußen ist laut. Oh, ich habe das Fenster auf bei über 30 Grad. Das ist ja schlimm, ja schon mal das Fenster zu, ey. Verreck in deinem eigenen Zimmer, während du aufnimmst, weil der Rechner so heiß läuft. Ja, mach das einfach. Ich meine, euch macht's da nichts aus, aber mir halt irgendwie schon. So. Und hier haben wir so eine kleine Stelle, wo wir ein bisschen schauen müssen, dass wir ein bisschen langsamer sind. Weil eben dort vorne eine Ampel ist. Auf die wir vielleicht Acht geben sollten. So, dann dürfen wir da einmal Scharpenner See, genau. Ah, ja, mal einer mit uns. Achso, will gar keiner. Das hat auch Vorteile. Können wir ein bisschen Verspätung rausfahren, mehr oder weniger. Nächster Halt. Leuchtefurt Schule. Genau, Leuchtefurt Schule. Sind manchmal auch ein paar Leute gewiesen, manchmal auch nicht. Werden wir, denke ich, größtenteils dann alles mal sehen. So. Wie schnell schaffen wir eigentlich? Also jetzt noch nicht viel, aber später haben wir noch Möglichkeiten, bis unser Bus auszufahren. Das finde ich auch nicht ganz so verkehrt. So, Ortseingang. Ach stimmt, hier war ja noch so ein schöner
wie sowas Tolles, wo du langsam dran vorbeifahren musst. So eine Verkehrsinsel in der Mitte. So, was haben wir hier? Wir dürfen das einmal wegdrücken. Entwerter-Effekt. Ja, ist natürlich schön. So, Leuchte vor der Schule. Die Dame möchte wahrscheinlich mit. Ja, genau. Wunder Bärchen. Guten Tag. Hallo auch. Naja. Sollen wir nicht viel ausmachen? Wir müssen eh weiter. Wir haben nämlich eine Mission. Ja, der ist da weg. Das ist schön. Die hupen alle. Macht mir irgendwie Angst. Ich fahre nicht scheiße. Ich fahre nur beim Bordstein, weil hier eng ist. Tut mir ja auch leid. Ich kann ja auch nichts dafür. Okay, ich kann schon was dafür. Ich könnte ein bisschen besser fahren, aber... Ich kann für die Straßenführung nichts. So. Genau, Leuchtefurt hat nämlich keine Haltestellenansage. Das ist allerdings... nicht daher begründet, dass das irgendwie vergessen worden ist, sondern das hat einen tieferen Grund, und zwar, wie wir dort vorne sehen, ist das eine Ersatzhaltestelle. Und die Ersatzhaltestelle kommt, glaube ich, daher, dass wir irgendwie so eine kleine Umleitung fahren müssen. Wir hätten immer woanders lang fahren müssen, aber dadurch, dass wir jetzt hier einen Ausbau haben und Baustellen und sowas, gibt es hier eben eine Ersatzhaltestelle, und für die gibt eben noch keine Ansage, also wird es, glaube ich, auch keine Ansage geben. Deswegen sind wir hier mal ansagenlos in Leuchtefurt, genau. Man hätte zwar einfach von Leuchtefurt Schule das Schule wegstreichen können, aber es wäre zu einfach gewesen. So, da steht dann auch jemand, das ist auch nicht schlecht. Und eine Ersatzhaltestelle und ein paar Taxis, für die Busfahrpläne nicht lesen können oder einfach mal zu spät dran sind. So, kommt doch die Dame. Dann kommen wir jetzt hier auch auf den... ersten neu gebauten Abschnitt eben dieser Bundesstraße, der ich denke mal, oder es ist eine Landstraße, eine L432, oder wir laufen Leute rüber. Das ist auch schmerzfrei. So. Nächster Halt. Buchhausen. Genau, das ist nämlich hier einer der... Oh, es ist eng. Einer der Abschnitte, die gerade neu gebaut wird, das soll hier überall vierspurig werden, also zwei Spuren in jede Richtung, so war das eben geplant. Und da sind es halt gerade dabei, das hier eben so zu bauen, und die Leute versuchen sich eben zu wehren, mehr oder weniger erfolgreich. Wie wir in einer weiteren Version sehen werden, nicht allzu erfolgreich, aber hey, oh, sie sind 60. Ich glaube, ich sollte 60 fahren. Wobei, ich habe Verspätung, komm. Vorne, wobei die da vorne tun auch mit 60 da lang ist. Heißt, ich sollte mir vielleicht geschwindigkeitsmäßig ein bisschen anpassen. So, halten müssen wir auch noch nirgendwo, das ist auch nicht ganz so verkehrt.